Hallo zusammen, Jörg Fuhrmann mal wieder hier mit einem neuen kurzen Impulsvideo und zwar zu vier täglichen Routinen meines alltäglichen Lebens. Die erste ist das tägliche Nutzen des BEMA-Therapiegeräts. BEMA ist ein Gerät, das basiert auf Magnetfeld-Therapietechnik, ist weiterentwickelt worden vom Professor Klopp vor vielen Jahren, als die Charité noch gut war. Die Technik baut auch die NASA mittlerweile ein in die Anzüge der Raumfahrer und das bringt so richtig die Mikrozirkulation in Gang und hilft einfach besser zu detoxen, sich besser zu regenerieren und einen besseren Schlaf zu haben und hilft dabei, dass eben Vitalstoffe dahin kommen im Körper, wo sie hin sollen. Und das ist eigentlich für den Tag so ein ganz guter Start. Dann Tipp 2. Eine elektrosmogfreie Infrarotsauna. Da fängt man richtig ordentlich an zu schwitzen, wie man das jetzt hier sehen kann. Ja, das mache ich auch täglich. Es ist super gut. Der Körper baut richtig diese Hitze-Schockproteine auf und kann einfach sehr, sehr gut dann auch wirklich über den Schweiß entgiften. Und das ist absolut super. Seitdem ich das Teil nutze, bin ich eigentlich auch nicht mehr erkältet, nix, also top fit. Das ist nicht nur angenehm, das ist wirklich auch ein Training fürs Immunsystem und ist wirklich eine gute, gute Detox-Funktion. Aber die Frequenzen, dass das nicht da ist, ist auch wichtig. Also dass das schön abgeschickt ist. Dann eine weitere wunderbare Routine, vor allen Dingen jetzt im Winter, hier nach dem kürzlichen Schneeüberfall hätte ich beinahe gesagt, ist einfach das Kältetraining. Das kann man also ja auch zu Hause machen, erstmal mit dem Kaltduschen beginnen und dann kann man sich, auch wenn jetzt kein Schnee liegt, also im Sommer kann man das also auch machen, mit Eiswürfeln zum Beispiel in der Wanne und Kaltduschen geht wie gesagt immer und wenn man eben dann halt die kälteren Jahreszeiten hat, dann kann man natürlich auch sehr gut dann rausgehen und dort seinen Körper eben und seinen Geist trainieren. Das ist auch eine super Sache, um sein Nervensystem dann entsprechend zu lernen, zu regulieren. Das mache ich ja hier mit Klienten in der Praxis auch. Und die kommen dann auch in diese Fähigkeit ein, den Organismus eben ein Stück weit top-down zu regulieren und zu steuern, vor allem wenn man dann hier so Wasser ist. Und man kommt nicht in den Fluchtmodus rein, dann hat man schon also eine sehr, sehr gute, ein sehr gutes Training auch, um den Vagus eben online zu halten, aktiv zu halten und dann in der Situation eben drin zu bleiben. Hinterher kriegt man natürlich auch entsprechend Serotonin-Schübe und dann Glücksgefühle. Das ist also auch eine ganz, ganz, ganz wunderbare Sache, weil man, man hat nicht nur viele gesundheitliche Vorteile, insofern man das hier natürlich nicht übertreibt, sondern auch, man hat auch eben auf der mentalen Ebene wirklich einen Vorteil, dass es in bessere Stimmung reinbringt. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit, wo man im Außen nicht so viel machen kann, da wird einfach die große Maschine läuft und da ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, im Inneren Dinge zu tun, die einen fit und stark machen, auch mental stark machen. Und natürlich eine lange Praxis, langjährige Praxis, die ich habe, ist eben die Kontemplation oder achtsamkeitsbasierte Meditation. Das heißt also nach innen gehen, in die Stille gehen. Das kann man natürlich auch kombinieren, jetzt wie zum Beispiel auf dem BEMA oder in der Sauna oder auch im Wasser kann man das auch machen. Da ist eigentlich alles von dieser Haltung der Meditation auch ein Stück weit geprägt jetzt, was ich hier vorstelle. Auch das Nutzen vom SSP, von der Klangtherapie, die ich jetzt hier nicht nochmal explizit drin erwähnt habe, aber in der Broschüre ist das ja auch drin, auf der Seite ist es auch drin. Kannst du da ja mal schauen und da ist eben das nach innen gehen, auch das achtsamkeitsbasierte Beobachten ist da auch ein ganz wichtiger Teil dabei. Und wenn wir unseren inneren Beobachter geschult haben, dann können wir auch aus diesen Filmen aussteigen, weil wir uns dann ein Stück weit desidentifizieren können von. Und du findest da noch weitere Impulse in der Broschüre hier vom Self-Empower.
Und im Shop findest du bei mir jetzt auf der Seite auch die ganzen Links, auch zum Beamer und zu den Saunen und so. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar kleine Impulse geben aus meinem momentanen alltäglichen Leben und wünsche dir erstmal alles Gute, auch auf deinem eigenen Weg in dieser aktuellen Krisenzeit. Es ist nicht aussichtslos, nicht hoffnungslos und es gibt immer etwas, was wir selber auch tun können, um selber stabil zu bleiben. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Tschüss.